von How to Have Sex to How to Make Movies. Das kann man vielleicht bei den zahlreichen Workshops und Panels auf dem Up and Coming in Hannover lernen. Up and Coming, das bedeutet so viel wie aufstrebend. Und genau diese Menschen sind da, die aufstrebenden FilmemacherInnen der nächsten Generation. Und was das Up and Coming vielleicht von so Studierenden-Sektionen wie auf dem Filmfest Braunschweig unterscheidet, ist, dass da nicht nur junge FilmemacherInnen aus den Hochschulen in Niedersachsen vertreten sind, sondern das Festival ist geöffnet für Menschen aus aller Welt. Und die kommen jedes Jahr in Hannover zusammen, um voneinander und miteinander zu lernen, wie Filmemachen geht, und zeigen natürlich auch ihre Filme. Und ich war da und berichte jetzt ein bisschen. Ich bin in einer Doppelfunktion auf dem Up and Coming unterwegs. Als Redakteur für Filmfest Spezial und als junger Filmemacher. Denn ja, auf dem Up and Coming laufen natürlich auch Filme. Aber eigentlich geht es hier um das, was zwischen den Filmblöcken passiert. Das Netzwerken. Im Kino, da ist ja meistens dunkel, man guckt einen Film, und hier ist es so entspannt, man kann was trinken, man kann was essen, und von daher, das war auch sehr gut. Vor den Filmen, nach den Filmen, während der Workshops oder auf der Afterparty. Aber Netzwerken klingt immer so nüchtern, so BWL. Und so ist es nämlich nicht. Es sind ungezwungene und schöne Gespräche, aufrichtiges Interesse an den Projekten, Produktionsbedingungen und dem Problem der anderen. Hat ein bisschen sowas von Geburtstag oder Weihnachten, wenn man seiner Familie das zeigt, so. Wenn man irgendwie den Onkel dazu zwingt, das jetzt mal anzugucken. Nur, dass dann einfach mega viele coole Leute da sitzen, die auch wirklich Bock drauf haben, und das ist sehr, sehr schön, ja. Schade ist natürlich, dass viele der internationalen Gäste, etwa aus Russland und dem Iran, nur zugeschaltet werden können. Umso größer ist die Freude der Filmschaffenden vor Ort. Am coolsten fand ich bisher, dass bei unserem Film eine Person im Publikum saß, die so einen richtig, richtig schönen Lacher gemacht hat. Das hat richtig gute Laune gemacht, und es ist auch immer einfach schön. Festivalleiter Burkhard Inhülsen lobt die neue, gemütliche Location. Im Kino im Künstlerhaus, das sich richtig rausgeputzt hat, begegnet man sich viel schneller und viel mehr passiert zwischen den Leuten, und die Stimmung ist einfach großartig. Ich war leider nur an einem der 4 Festivaltage da, und trotzdem ist mein Portemonnaie prall gefüllt mit Visitenkarten, mein Notizbuch voll mit Tipps und Ratschlägen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis 2025.